Hallo vom Franchise Forum 2013 in Berlin. Bei mir ist Herr Erdmann, seines Zeichens Anwalt, der sich auch auf Franchising spezialisiert hat. Hallo, Herr Erdmann. Guten Morgen. Herr Erdmann, in Deutschland gibt es kein spezielles Franchise-Gesetz. Ist das gefährlich für angehende Franchise-Nehmer? Nein, ich glaube, ich kann alle beruhigen, die sich deshalb Sorgen machen müssen. Nun ist es so, dass man gerne in das Gesetz guckt oder wir Deutschen dazu neigen und meinen, nur was gesetzlich geregelt ist, würde auch Sicherheit verschaffen. Dass das ohnehin ein Trugschluss ist, das weiß vielleicht jeder, aber es ist kein Risiko, weil wir zuverlässige deutsche Gerichte haben, die die wechselseitigen Pflichten aus einem Franchise-Verhältnis, aus einem Franchise-Vertrag mittlerweile sehr dezidiert geregelt haben. Also keiner muss sich fürchten, irgendwelche Nachteile zu riskieren, nur weil Franchising nicht geregelt ist. Nun muss es ja nicht gleich so sein, dass man mit dem Franchise-Geber vor Gericht landet, das ist ja eher das Worst Case. Welche anderen Möglichkeiten gibt es vielleicht zur Streitschlichtung, wenn es zu Problemen kommt? Wir haben ja meist in den Franchise-Verträgen schon diese Frage aufgeworfen, wo man entweder einen Gerichtsstand vereinbart, das heißt also ein örtliches Gericht vereinbart, dass man ein Schiedsgericht vereinbart, was also ein privates Gericht ist, vor dem die Streitigkeiten gegebenenfalls ausgetragen werden, oder was mehr und mehr der Fall ist, dass man Mediationen einführt. Mediation ist ein formalisiertes Verfahren, in dem ein Mediator versucht, die Parteien zu einer Lösung zu bringen. Und ich glaube, das ist ein sehr zeitgemäßes Instrument ist, gerade um einem System wie dem Franchise-System Probleme, ich sag das mal, vom Hals zu schaffen. Wie findet man dann so einen Mediator? Der muss ja für beide Seiten irgendwie akzeptabel sein. Es gibt einerseits vom Deutschen Franchise-Verband eine Mediatorenliste und es gibt auch eine Verfahrensordnung vom Deutschen Franchise-Verband, die das Verfahren um die Mediation regelt. Aber es gibt in der Regel bei jeder Handelskammer oder Industrie- und Handelskammer eine Liste von Mediatoren, sodass man da auch genug Fundus hat, um was auszuwählen. Ich danke Ihnen für Ihre Erläuterung, Herr Erdmann. Gerne. Weitere Experteninterviews finden Sie im Franchise-Portal.